you gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you, boy I don't need that much, how can I tell you what I wanna do, I never needed you to give. Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema Auslandsbestellung bzw. Online-Bestellung im Ausland. Wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt doch gerne dran. Ich wurde gefragt, ob ich nicht mal ein Video zum Thema Auslandsbestellung machen kann. Das tue ich natürlich sehr gerne. Heute möchte ich einfach mal Vor- und Nachteile für eine Auslandsbestellung aufzeigen. Ich möchte euch gerne meine Erfahrung zur ersten und zu weiteren Online-Bestellungen im Ausland mitteilen. Und ich möchte euch natürlich auch gerne noch so ein paar 1, 2, 3 kleine Shops vorstellen, die ich bisher genutzt habe. Ich möchte noch eine Anmerkung dazu machen, und zwar möchte ich hier keinen Shop irgendwie positiv oder negativ darstellen. Ich möchte einfach nur meine Erfahrungen weitergeben und möchte euch einfach ein paar Tipps zu den Auslandsbestellungen geben. Also ich werde hier keinen Shop irgendwie positiv oder negativ darstellen. Wir kommen erstmal zu den Vor- und Nachteilen und ich möchte gerne mit den Vorteilen beginnen. Zum einen natürlich ganz klar der günstige Stoffpreis, der günstige Meterpreis, die Preise sind wirklich unschlagbar. Bei den Auslandsshops ist es einfach nochmal ein Ticken günstiger und ich muss sagen, Preis-Leistung ist da wirklich vorteilhaft und auch einwandfrei. Zum anderen haben wir da auch eine 1A-Qualität. Ich muss hier aber sagen, Achtung, aufgepasst, es gibt natürlich unterschiedliche Shops und unterschiedliche Versandhandel und nicht jeder Shop führt eine 1A-Qualität. Ich habe da mehrere Erfahrungen gemacht und da muss man wirklich auch gut hinschauen und vielleicht auch mal die ein oder andere Probe bestellen, bevor dann die Großbestellung losgeht. Also da kann man sich natürlich nicht darauf verlassen, dass da der Stoff bzw. Die Stoffart, die Qualität identisch mit der deutschen ist. Dann kommen wir zu den, ja, ich möchte sagen, Nachteilen. Das will ich mal so in Anführungsstrichen setzen, weil klar, wenn man im Ausland bestellt, dann weiß man natürlich auch, dass die Lieferzeit nicht so wie in Deutschland ist. Also wir haben da gut eine Lieferzeit von 7 bis 10 Tagen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Deshalb würde ich das Ganze gar nicht als Nachteil ansehen. Zum anderen haben wir natürlich auch ein paar schwarze Schafe unter den Online-Auslandsshops, das muss man auch ganz klar sagen. Diese Erfahrung musste ich leider auch schon machen, aber dazu später mehr. Ein weiterer Nachteil ist einfach, dass die Versandkosten höher sind. Ganz klar, ist aber auch normal, denke ich, wenn man im Ausland bestellt, dann sind die Versandkosten höher. Ich habe ungefähr vor 2,5 Jahren das erste Mal im Ausland bestellt, da waren sie noch deutlich höher. Heute sind die Versandkosten schon geringer bzw. Wurden reduziert, weil auch einfach mit DHL, mit GLS, mit DPD die Konditionen etwas verbessert wurden. Und von daher sind die Versandkosten legitim. Ich habe damals teilweise 15 bis 20 Euro je nach Größe des Paketes für Versandkosten bezahlt. Und das ist natürlich nicht unbedingt rentabel, wenn man alleine bestellt. Also bei uns war das damals so, ich habe dann einmal mit mehreren zusammen bestellt und wir haben uns dann die Versandkosten einfach geteilt. Das macht natürlich mehr Sinn, als wenn man dann alleine die Versandkosten tragen muss. Dann wiederum empfiehlt sich, dass man eine Großbestellung einfach aufgibt, damit sich die Versandkosten auch lohnen. Für 1, 2 Stoffe brauche ich nicht so viel Versandkosten bezahlen, weil dann kann ich mir wirklich auch die Bestellung im Auslandsshop sparen und einfach in einem deutschen Shop bestellen und zahle dann einfach den höheren Meterpreis. So ist es einfach. So, dann möchte ich euch gerne mal erzählen, wo ich bisher bestellt habe. Zum einen in zwei holländischen Shops. Das ist einmal den Stoffemarkt online. Und Herbert Textil. Die Shops verlinke ich euch natürlich alle unten in der Infobox, da könnt ihr das gerne mal anschauen. Das waren meine zwei Shops, wo ich bestellt habe, ganz zu Anfang.
Das waren einfach holländische Händler, beziehungsweise Stoffenmarkt Online hat sogar einen Sitz in Deutschland. Da haben wir auch die Versandzeit von 2 bis 4 Werktagen, sage ich einfach mal. Das ist wirklich ruckzuck da. Ich habe teilweise schon gehabt, dass ich an einem Tag bestellt habe und nächsten Tag war die Ware schon da. Also wunderbar. Und die haben wirklich auch Stoffemarktpreise, muss ich sagen. Und da kriegt man in der Regel auch die Motive, die man auf dem Stoffemarkt kriegt. Also mein Tipp, wenn ihr keinen Stoffemarkt in der Nähe habt oder auch keine Zeit habt, um einfach hinzufahren, dann guckt mal bei Stoffemarkt Online. Da bekommt man oftmals die Stoffe, die man auch auf dem Stoffemarkt kaufen kann. Zum anderen, Herbert Textil, würde ich jetzt mal sagen, führt eher so Standardstoffe, also einfach gepunktete Sterne, Streifen, Jersey, Baumwolle, also auch noch viele, viele andere, aber jetzt nichts Spezielles, was die Motive angeht. Also eher so schlichte, einfache Sachen. Die Preise sind auch ähnlich wie auf den Stoffemärkten. Zum anderen habe ich dann da auch noch 2 bzw. 3 Polenhändler ausprobiert. Einen möchte ich hier gar nicht erwähnen, weil die Erfahrung war so, so negativ. Aber da komme ich im Anschluss nochmal drauf. Erstmal die 2 positiven. Und das war einmal Belle Paris. Also ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich verlinke es euch gerne. Und zum einen Dresovka, sage ich jetzt einfach mal, so nennt sich der. Dresovka ist ein Shop, da bestelle ich zum Beispiel sehr, sehr gerne Bündchenstoffe, weil die sind von der Qualität her super, also wirklich so toll. Und die liegen einfach in der Breite, doppelt so breit wie die normalen Bündchen, die man hier als Schlaufe zu kaufen kriegt. Ob das nur im örtlichen Fachhandel ist oder auch im deutschen Online-Shop. Also die haben eine Breite von mindestens 1 Meter. Ich weiß, hier in Deutschland liegen die in der Schlaufe meistens bei 60 bis 70 Zentimeter. Und dort in dem Shop haben wir wirklich 1 Meter bis 1,20. Also wirklich einmal frei und die Qualität ist super. Also ich habe doch noch nie einen Farbverlauf gehabt, noch nie, dass es eingegangen ist. Es lässt sich wunderbar dehnen, vielleicht sogar noch einen Ticken mehr oder besser dehnen als die deutsche Qualität. Und daher bin ich da super, super zufrieden mit. Und da bestelle ich ausschließlich meine Bündchenware und der Preis ist einfach top. Da kostet im Schnitt, das geht immer nach 10 cm. 10 cm kostet, oh, lasst mich lügen, 59 bis 70 Cent. Also 60 bis 70 Cent im Schnitt. Da gibt es aber auch eine Premium-Qualität, die habe ich selber auch schon ausprobiert. Die ist auch einwandfrei. Die haben auch geripptes oder glattes Bündchen. Schaut da einfach mal rein und die Versandkosten, wie gesagt, sind völlig legitim. Ansonsten, was die Stoffe angeht, die haben ziemlich viele Paneele, also selbstgedruckte Paneele oder auch ja, so Standardstoffe einfach. Also von den Stoffen, von den Motiven her gefällt mir das einfach nicht so. Die Qualität ist super, 1A wirklich, ich habe da auch schon mehrere Stoffe bestellt, ob das nun Jersey oder Sweat war, also wirklich super, super. Zum Beispiel auch der Zebra-Stoff ist auch von dem Stoffehändler. Also Qualität ist in diesem Shop wirklich 1A. Preis-Leistungs-Verhältnis top. Versandkosten okay, nicht günstig, aber auch nicht zu teuer. War früher auch mal anders. Den kann ich wirklich empfehlen. Beziehungsweise empfehlen wollte ich es ja gar nicht. Da habe ich wirklich gute, positive Erfahrungen gemacht. Der zweite Shop, den ich auch sehr, sehr gut fand, war dieser Belle Paris. Belle Paris. Da muss ich sagen, habe ich lange, lange, lange bestellt. Mittlerweile jetzt auch nicht mehr so oft, weil die Versandkosten da einmal recht hoch waren. Da muss ich aber sagen, da kriegt ihr alles. Jedes Motiv, jede Qualität, ein wirklich ausgereifter, guter, durchdachter Shop, wirklich 1A. Die Qualitäten sind wirklich sehr, sehr schön. Wenn ihr, ich sag jetzt mal vor vorgehaltener Hand, Motivstoffe sucht, die Lizenzen haben, zum Beispiel für den privaten Gebrauch, das ist ja gar kein Thema, gewerblich dürft ihr es natürlich nicht vernähen, dann bekommt ihr da auch gut mal einen Mickey-Maus-Stoff, mal einen Batman-Stoff. Da gibt es eigentlich
nichts, was es nicht gibt. Also was zumindest die Motive angeht, da war ich sehr, sehr zufrieden mit. Da habe ich mehrfach bestellt, mittlerweile eher weniger, weil ich doch mehr auf deutsche, qualitativ hochwertige Stoffe gehen möchte. Ich habe damit überhaupt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich wasche die Stoffe ja in der Regel immer vor, von daher gab es da nie Probleme. Ich habe auch noch nie gehabt, dass ein Stoff irgendwie von der Farbe her verlaufen ist oder eingegangen ist. Von daher dieser Shop nur positiv. Also wenn ihr dort euch mal umschauen wollt, dann schaut doch gerne mal in die Infobox. Da verlinke ich euch das natürlich sehr, sehr gerne. Dann gab es natürlich auch den einen oder anderen Shop, da habe ich leider nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Die möchte ich jetzt auch gar nicht weiter erwähnen. Ich möchte daraufhin aber gerne ein paar Tipps aussprechen, worauf ihr achten solltet, wenn ihr in einem Auslandsshop bestellt. Und das gilt nicht nur für die Polen-Shops, sondern auch für alle anderen. Wichtig ist, dass zum einen ihr die Seite übersetzen könnt. Ob das nun über den Google-Übersetzer, also Translator ist, oder auch direkt auf der Seite. Also es gibt in der Regel bei gut geführten Shops oben eine Möglichkeit, dass ihr zum einen auf Deutsch umstellen könnt. Es gibt auch viele, viele andere Sprachen, natürlich Englisch, Polnisch, Russisch, alles. Und zum anderen natürlich euch die Preise auch in Euro anzeigen könnt, weil nur so könnt ihr euch wirklich die Qualitäten angucken, aus was der Stoff genau besteht, weil das ist immer ein bisschen schwierig. Klar kann man das auch in einen Google-Übersetzer, also in eine App eingeben, aber es ist doch eher schwierig, gerade bei einer Stoffbestellung, wenn man sich so verschiedene Stoffe angucken will, habe ich persönlich einfach keine Lust, mir das dann ständig in eine Google-Übersetzung, in eine App einzugeben. Von daher finde ich es immer wichtig, dass die Seite einfach übersetzbar ist. Zum anderen ist eine wirklich wichtige Info, dass ihr ein sicheres Zahlungsmittel wählen könnt. Und da muss ich sagen, da habe ich ja wirklich mal diese schlechte Erfahrung mit gemacht. Achtet bitte darauf, dass ihr entweder eine PayPal-Zahlung auswählen könnt oder eine Überweisung direkt. Es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten, aber dass ihr einfach nicht eine Standardüberweisung eine Banküberweisung wählt, weil damit habe ich ja wirklich mal meine schlechten Erfahrungen gemacht. Da habe ich einen Shop ausgewählt und habe erst im Nachhinein gesehen, dass es diese PayPal, es nannte sich irgendwie so ein bisschen anders, war aber auch so eine Online-Überweisungsgeschichte über eine App, nicht für deutsche Kunden galt. Und ich musste dann direkt mit einem Überweisungsträger zur Bank, musste das Ganze überweisen. Und da habe ich 5 Wochen, 6 Wochen auf die Ware gewartet. Also das war unmöglich. Und das lag halt an dieser Zahlung, weil sie das erstmal genau prüfen mussten. Dann haben sie 14 Tage abgewartet, ob das Geld nicht zurückgezogen wird. Und also wirklich ein Hin und Her. Von daher, ich persönlich würde nur noch da bestellen, wo ich auch PayPal wählen kann. Ihr könnt das natürlich auch anders handhaben, aber das ist mein Tipp einfach, um wirklich sicher zu gehen, dass die Ware auch ankommt, dass die Sachen auch schnell ankommen und dass ihr da nicht ständig hinterherlaufen müsst. Also da gab es lange, lange keine Reaktion in dem Shop. Wir haben dann auch mehrfach per E-Mail hingeschrieben und erst mit einem Post bei Facebook komischerweise wurde dann reagiert und dann hatten wir auch innerhalb von ein paar Tagen unsere Ware. Sah fast so aus, als wenn da so eine Betrugsmasche hintersteckte. Ich will das gar nicht groß ausmalen, was gewesen wäre, wenn wir da nicht über Facebook geschrieben hätten, beziehungsweise diesen Facebook-Post auf der offiziellen Seite gemacht hätten. Wir hatten teilweise echt Angst, dass da die Ware nicht ankommt. Ja, mein nächster Tipp ist auf jeden Fall, dass ihr vielleicht, bevor ihr eine Großbestellung aufgebt, euch erstmal kleine Stücke als Muster schicken lasst, weil die Qualität doch teilweise sehr abweichen kann. Bei den beiden Shops in Holland, beziehungsweise mit holländischen Stoffen oder mit Polenstoffen, kann ich euch sagen, dass die Qualitäten 1A sind. Wenn ihr natürlich einen anderen Shop wählt, würde ich erstmal eine Probebestellung machen, bevor man nachher 2, 3, 4 Meter bestellt und die Qualität einem einfach nicht gefällt oder das Motiv nicht gefällt. Weil das muss ich auch dazu sagen, teilweise die Motive anders dargestellt werden, als der Stoff nachher wirklich aussieht. Also da wirklich Achtung, aufgepasst
und lasst euch einfach mal einen halben Meter oder meinetwegen auch 30 Zentimeter zuschicken. Ich weiß, es ist schwierig wegen den Versandkosten auch, weil die einfach höher sind. Aber bevor ihr euch da mit 2-3 Metern nachher in die Nesseln setzt, dann würde ich lieber einmal eine Probebestellung machen. Wir haben das zu Anfang auch so gemacht. Wir haben uns ja mit 2-3 Leuten zusammengetan, haben eine Bestellung aufgegeben, haben, sag ich mal, 2-3 verschiedene Stoffarten gewählt und haben einfach geschaut, wie die Qualität ist. Ja, meine Lieben, das war meine Tipps und Tricks zur Auslandsbestellung. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Wenn ihr Fragen habt zu den Auslandsbestellungen, dann schreibt mir das gerne unten in die Infobox. Ich würde mich natürlich auch über ein Däumchen nach oben freuen oder ein Abo natürlich. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!